So könnt ihr euch vorstellen, dass ich viele Stunden in der Dunkelkammer verbracht habe. Ich habe das alles selbst gedruckt, aber ich habe es aufgegeben, weil es zu viel Arbeit ist. Ich kann nicht so lange stehen. Hier ist Michael Caine, der die Stufe herunterlaufen muss. Hier ist die Mannschaft, die ihn filmen wird. Wir haben das alles in Newcastle gefilmt. Alles auf Location. Und das ist die Mannschaft wieder. Der eigentlich habe ich mich am besten gefühlt beim Dokumentarfilm, weil die eine kleine Mannschaft war, 4 Leute oder 6, wenn Electricians dabei waren. Und bei einem Spielfilm sind 60 bis 80 Leute herum. An einem Dokumentarfilm war man praktisch verheiratet auf 3, 4 Wochen und hat im selben Hotel gewohnt und im selben Tisch gegessen. Ich weiß nicht mehr, wie das funktionierte. Ach ja, das gab's. Da hat man immer die Bachperspektive gehabt. Ja, die kann schon in einem Museum. Ziemlich viel von der Welt gesehen. Ob dafür noch bezahlt bekommen, was nicht schlecht ist. Meistens muss man für seine Reisen zahlen. Ich habe sie umsonst bekommen, aber ich musste fleißig sein.